Früher wurden immer ja, 10 bis teilweise 20, sogar mal 2012 veröffentlicht. Und ich meine, die Anzahl der Unfälle, was man so liest, bleibt wohl relativ konstant. Aber die Arbeit der BFU leider nicht. Jetzt mit Corona wohl haben sie, sage ich mal, die Sicherheitsmaßnahmen sehr gut umgesetzt und sind da wohl nicht viel rausgefahren. Aber auch davor ist es schon weniger geworden. Man hört immer wieder, dass sie sagen, wenn halt einfach das ein Fall ist, den sie schon mehrmals abgefrühstückt haben, wie irgendwas im Winden überzogen im Windenstart oder in der Endteilkurve abgeschmiert und dann ins Trudel und eingeschlagen, dass sie halt dann selbst einfach tödliche Unfälle nicht mehr untersuchen, was ein bisschen schade ist. Ich meine, auch vorher haben sie da ja selektiv tätig gewesen. Also wir hatten ja leider einen tödlichen Unfall bei uns am Platz, zu dem ist nie ein Untersuchungsbericht rausgekommen. Und so sieht man das jetzt leider bei vielen Bereichen. Ich habe das Gefühl, die gehen jetzt noch hin, wenn in der Ausbildung Fehler passieren. Deswegen sind relativ viel Ausbildungsunfälle dabei. Oder die schauen sich an, ob irgendwas Gesundheitliches ist. Also auch sehr alte Piloten, die verunfallt sind. Also dafür tauchen irgendwie überproportional viele Unfalluntersuchungsberichte aus. Aber ich glaube, das spiegelt nicht so ganz dem aktuellen Unfallgeschehen wider. Gerade beim Motorflug, wenn wir es sehen, wo ich mal das mit einer anderen Quelle für Unfälle aufbereite und da vergleiche. Und woanders kriegt man Dutzende und bei der BFU nur einen. Also das ist eine Sache, die ein bisschen unschön ist. Ich gehe davon aus, dass jeder sich die immer wieder anschaut. Die machen wir auch kurz auf. Also das ist jetzt hier bei der BFU kann ich mir die Luftfahrzeugklasse machen. Wenn ich alle mache, habe ich dann halt auch sehr viel Verkehrsflugzeuge und sowas. Ansonsten ist halt einfach für sonstige habe ich dann die ganzen ULs da drinne. Flugzeuge kleiner 2 Tonnen habe ich halt einfach den Motorflug und ansonsten TMG und Segelflugzeuge habe ich das da drinne. Den Berichtsmonat sollte man absteigend sortieren, weil die letztendlich werden halt irgendwann veröffentlicht, unabhängig davon, wie man sieht, der hier oben wurde dann fast 5 Jahre lang untersucht, der hier wurde nur 3 Jahre lang untersucht und so weiter. Also nach dem Datum zu sortieren, verpasse ich vielleicht welche, wenn ich mir wirklich alle vollständig anschauen will, dann immer im Berichtsmonat sortieren und schauen, was es da gerade an neuen Berichten gibt. Gut, nachdem es jetzt nur 6 im Segelflug geht, werde ich die jetzt einfach mal alle kurz überfliegen, dass wir von allem ein bisschen machen. Beim Motorflug werde ich da ein bisschen konzentrierter draufgehen auf ein Thema. Gut, das erste ist ein Unfall und der ist, wie ich gerade gesagt habe, 15-jähriger Flugschüler. Was natürlich besonders bitter ist, wenn in der Ausbildung sowas passiert, für alle Beteiligten, weil sich die Eltern, die den Verantworten zum Luftsportverein, im Luftsportverein, wo man es machen, sage ich mal, ordentlich ausbilden will, für die Fluglehrer, für den Vorstand, für die anderen Flugschüler und Flugschülerinnen und dann stirbt so jemand. Das ist also schon eine Katastrophe. Und die haben hier das Bild letztendlich so sah im Wrack. Der Anschluss von dem Querruder aus. Also das heißt, der Splint wurde gesichert, die Flugschüler haben das Ding zusammengebaut, der Fluglehrer hat den auch nochmal überprüft, aber die haben es geschafft. Also normal sieht man hier, geht der Splint durch das eine Loch durch, dann sieht man hier im Bolzen das zweite Loch und hier ist das dritte Loch. Also so wird der Splint da gesichert. Das ist also eine K6 und das ist der Querruderanschluss. Das Flugzeug ist dreimal geflogen an dem Tag vor dem Unfall. Und zwar war der Bolzen wohl reingesteckt worden. Deswegen hat es funktioniert, dann aber falsch gesichert worden. Das ist halt immer, wenn das, sage ich mal, so schlecht zu erreichen ist, die Lücken oder sowas, dass dann sowas wohl passieren kann. Und dann hat er sich wohl langsam im Laufe der Flüge rausgearbeitet, der Bolzen. Und irgendwann war er draußen. Und dann hat diese Stange irgendwas anderes blockiert, war eine Sache. Also das ist Mist, dass so etwas passiert und ist auch sehr schwer mit dieser Sorgfalt das dann wirklich alles zu checken. Das nächste Dilemma ist, also da war tatsächlich irgendwie alle geistesgegenwärtig, das ist in alles nicht so großer Höhe passiert. Der Fluglehrer die Anweisung gegeben, er soll aussteigen, der Flugschüler. Das hat er auch gemacht, auch in einer Höhe von etwas knapp über 100 Metern, wo das überlebbar ist. Also man kann die Faustregel sagen, wenn der Fallschirm sich noch öffnet, überlebt man den Absprung mit einem Fallschirm. Und ungefähr bis 80 bis 100 Meter öffnet er sich so, dass er einen so stark abbremst, dass er quasi im normalen Betriebsbereich ist. Aber
das Dilemma hier ist, er ist ausgestiegen, hat den Fallschirm aber nicht geöffnet. Das ist ja immer die Diskussion, die wir jetzt auch schon hatten. Wie oft will man Fehlöffnung durch automatisch, also wo der Fallschirm mit dem Flugzeug verbunden ist. Und dann passiert es x-mal im Jahr, dass beim Aussteigen vergisst man, dass man einen Fallschirm anhat und öffnet den. Und dann, zum Beispiel, wir haben jetzt gerade keinen Fallschirmpacker im Verein. Und dann ist halt immer ein Riesenaufwand, den Fallschirm wieder packen zu lassen. Deswegen nimmt man aus Bequemlichkeitsgründen oft eben die manuellen Fallschirme, die mit dem Griff, die ich dann einfach ziehen muss. Das Problem ist natürlich, ich muss dann die Geistesgegenwart auch haben, den Fallschirm zu ziehen, um mich nicht darauf zu konzentrieren, wenn das Flugzeug die komischen Flugbewegungen, hohe G-Kräfte hat, ich bin irgendwie rausgekommen und dann puh, endlich draußen und dann vergesse ich den Fallschirm aufzumachen. Also das ist halt einfach doppelt mistig. Und nochmal dritte ist, oftmals sieht das aus, als ob der auf einem Friedhof abgestürzt ist, der Flieger. Also das ist dann immer, ja, bitter, die Geschichte, die wir hier haben. Learning daraus ist halt vor allen Dingen Ruder richtig überprüfen. Die Anschlüsse, zum Glück, der Perkos hat jetzt automatische Ruderanschlüsse, aber auch eben dieses Wackeln da dran und das Ziehen da dran, schreiben sie im Bericht, dass man halt wirklich schaut, was kaputt gehen kann. Bei den Hotelierverschlüssen, dass man halt auch nochmal nach oben zieht, nicht, dass er nur drauf sitzt und dann bewegt er sich auch bei der Ruderkontrolle mit, aber dass man den halt dann wirklich mal nach oben zieht, um das halt dann auch zu überprüfen. Ich meine, jetzt solche Holzflieger, die das haben, haben wir im Verein jetzt nicht mehr aktiv. Also der Bergfalke noch, aber den bauen ja meistens eher unsere alten Hasen, wie der Thomas oder sowas, auf die dann da drauf immer sehr gut achten. Gut, der nächste Bericht, da ist es jetzt auf der anderen Seite von der Altersspanne, ein 74-jähriger Lizenzinhaber verunglückt, der hat ein F-Schlepp gemacht und auch hier ist das Gleiche. Man sieht im Wrack ist einfach dort der Höhenruder-Stoßstange nicht angeschlossen. Das heißt, er ist im F-Schlepp gestartet. Hat wohl die Maschine überstiegen, hat wohl selber ausgeklinkt und ist dann aber runter oder einseitig von der Fläche oder sowas, also gestallt und dann ins Trudeln. Aber wenn ich halt in 30 Meter das Trudeln einleite, bedeutet das ja, dass ich genau die Bewegung habe, wo dann die Nase runtergeht. Da bleibt leider nur noch ein bisschen was übrig. Auch da wieder, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, den Bericht, war das ein privates Flugzeug. Und das ist bei uns, ich meine, wir hatten ja leider auch mit einer ASW-20 den Unfall bei uns am Platz, der zum Glück überlebt wurde. Aber halt auch sehr schwerer Unfall war, mit nicht angeschlossenen Höhenruder zu starten. Und es sind halt bei Privatflugzeugen, wenn ich jetzt anschaue, am Vorfeld bei uns, jeder macht seinen eigenen Flieger fertig. Beim Segelflug haben wir doch noch die Sicherheit, oder beim Vereinsflugzeugen die Sicherheitskultur. Einer baut auf und sagt, schau nochmal drüber und ein anderer schaut dann drüber oder in der Schulung, dass der Fluglehrer nochmal drüber schaut. Aber natürlich bei den Privatflugzeugen ist das schon ein Dilemma, wie man damit so richtig umgeht, wenn man irgendeiner Form abgelenkt wird oder vielleicht aus Altersgründen oder was auch immer da dann vielleicht nicht mehr so konzentriert oder was dabei ist. Also auch das wieder. Ja. Einen kurzen Hinweis dazu bei diesen Aufbauten. Es kommt immer wieder vor, wenn aufgebaut wird, dass man, so wie du gesagt hast, abgelenkt wird. Im Prinzip, es kommt jemand, hallo, gute, wie war das Wochenende oder wie war deine Woche? Beim Aufbauen könnten wir uns eigentlich mitnehmen und sagen, lass den in Ruhe aufbauen. Ja? Brauchst du Hilfe? Ja, nein, okay. Und dann kann man das im Endeffekt auch, sag mal, hochkonzentriert durchführen, aber durch Ablenkung können halt auch Fehler passieren. Also ich sehe es bei mir tatsächlich auch, wie ich mich immer gerne ablenken lasse und bei solchen Sachen, also ich bin heilfroh, dass jetzt nicht mehr die PIC habe, sondern den Ventus. Die PIC hatte es auch, alle Ruder manuell angeschlossen, der Ventus hat alles automatisch angeschlossen. Also da automatische Ruderanschlüsse sind schon ein enormer Sicherheitsgewinn. Beim Perkos haben wir es auch, wobei tatsächlich es, wenn man sich arg dumm anstellt, möglich ist, das Höhenruder im Perkos über, die Führung zu schieben. Also es ist, automatisch, aber nicht idiotensicher. Die Querruder und Bremsklappen sind idiotensicher, aber im Höhenruder muss man natürlich schon mal hinschauen, da ist das kleine Sichtfenster, ob das dann auch wirklich eingeführt ist. Da ist ja quasi
die Halterung und der Bolzen, dass der da drin sitzt und nicht oben drauf oder unten drunter. Also irgendwie ist es möglich. Es sollte bei der Ruderkontrolle auffallen. Auch das hier hätte bei der Ruderkontrolle natürlich auffallen müssen, wenn die überhaupt nicht angeschlossen sind. Also das sind die Sachen. Also da ist dann von diesem Käsescheibenmodell, wo die Löcher immer woanders sind und wenn ich mehrere Sicherheitsscheiben drinne habe, sollte die nächste das dann auch wieder auffangen. Genau. Aber auf jeden Fall, solche Unfälle passieren. Ja, Thomas? Ja, Arnulf, Ralf, ich meine, ist ja der beide Fluglehrer, aber da ist halt zum Beispiel so, was Sicherheit anbetrifft, halt auch so ein Punkt. Ich meine, man kann sich mal ablenken lassen, aber wenn man dann soweit ist, das Flugzeug zu prüfen, dass man dann halt auch zum Beispiel den Flugschülern das von vornherein beibringt, in dem Moment, wo ich anfange, das Flugzeug zu prüfen, dann lasse ich mich nicht ablenken, sondern dann wird durchgeprüft von vorn bis hin, dass ich auch wirklich jedes Teil, ob Höhenruder, Querruder, scheißegal was, geprüft habe. Das ist wichtig. Ja. Und danach unterschreiben. No. Okay. Danach, das ist passend, die nächsten hat der Ralf ja vorhin über Windenunfälle berichtet. Auch das war wieder drin. Ich schätze mal, hier sind es auch wieder gekommen, weil es eine noch minderjährige Lizenzinhaberin war. Letztendlich in irgendeiner Form Seilriss oder Startunterbrechung. Und dann hat sie halt einfach nicht rechtzeitig nachgedrückt und ist da halt irgendwie gestallt in ein paar Meter Höhe, also ich weiß nicht, 100 oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann ist das Ding halt ja, auch runtergegangen. Also das sind immer auch Sachen, die eigentlich nicht sein müssen. Wir probieren es eigentlich wirklich viel zu üben, Seilrissübungen, aber es ist natürlich immer, meistens ahnt man schon, dass der Fluglehrer was vorhat und dann lässt man vorher nochmal sagen, was machst du in 50 Meter, in 100 Meter, in 150 Meter und sowas und dann weiß wahrscheinlich jeder, der ein bisschen pfiffig drauf ist, dass jetzt was kommt und man rechnet aber vielleicht doch nicht in einem normalen Flug damit. All das ist einfach mistig und natürlich die unterschiedlichen Formen. Manchmal kann, wenn der Windmotor sterben, dann kriegt man diesen Schlag nicht mit, weil natürlich, wenn man eine Seilrissübung macht und man tut es im Flugzeug lösen, da ist ja die heftigste Lautstärke immer drin. Wenn das irgendwo in der Mitte reißt, hat man natürlich nicht diese Sachen. Also vielleicht ist das ein bisschen, sagen wir mal, anders. Früher hatten wir recht viel mit dem Stahlseil noch Seilrisse, echte. Mit dem Windenseil de facto gar nichts mehr. Beim Anziehen vielleicht zerruft es mal die Sollbruchstelle oder irgendwas. Aber im Flug, glaube ich, seitdem wir die Elektrowinde haben, hat man noch keinen echten Seilriss gehabt, meines Wissens nach, sondern immer beim Anziehen. Verschrei es nicht, wenn die Dinger so weit sind. Und die sich häufen, dann müssen neue drauf. Ja. Aber zum Glück, wir haben unsere, sage ich mal, die Jahre haben wir geschafft. Also es hat bisher alles gehalten. Also wir können es dann auch leisten, wenn die dann anfangen, die Sachen, dass man kurzfristig dann, glaube ich, neue Seile kaufen. Genau, aber auf jeden Fall, das hier oben ist immer der Link. Das stelle ich dann auch wieder in die WhatsApp-Gruppe rein. Könnt ihr euch also dann durchlesen, was da im Detail passiert ist. Das hier auch wieder eine Startunterbrechung und offenbar haben die in dem Verein, und das ist was, wo ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt habe. Ich fliege immer viele Umkehrkurven gerne, aber es ist ja immer ein bisschen verpönt, weil das Risiko bei der Umkehrkurve ist größer. Früher haben wir die Seilrissübungen immer eigentlich nur mit über 150 Meter Höhe gemacht und dann halt aber die Mini-Platzrunde geflogen. Hier ist genau das zum Verhängnis geworden, dass letztendlich, da war eine Seilrissübung in dieser Höhe, etwas über 100 Meter oder sowas, und der Pilot hat dann eine Mini-Platzrunde geflogen. Und dann war halt aber irgendwann halt einfach die Höhe nicht ausreichend und ist halt dann ja in den Baum reingeflogen, weil er zu tief war. Und das Richtige wäre, einfach die 180-Grad-Kurve zu, oder halt einfach um die Winde herum und ein bisschen ausgeholt, also die Umkehrkurve, zu fliegen. Und das wurde zu wenig geübt. Und ich meine, auch das geradeaus landen oder sowas über auch zu wenig, weil wenn ich das in 30 Meter Höhe mache, dann komme ich kurz vor der Winde zu stehen und darf den Flieger danach erstmal anderthalb Kilometer zurückschieben. Also das ist tatsächlich ein Dilemma, dass man aus Komfortgründen oder um die Sicherheit nicht zu sehr runterzubringen, halt einfach gewisse Sachen nicht so häufig übt.
Also da haben sie auch geschrieben, der Verein hatte dann Flugsicherheitsaktionen als Konsequenz durchgeführt, wo sie mit jedem Mitglied dann mal zwei Umkehrkurven geflogen haben, weil es halt oft schon sehr lange nicht mehr gemacht wurde. Also das ist auch so eine Geschichte, die da aufgetreten ist, dass wenn ich immer wieder bestimmte feste Prozeduren habe und von denen nie abweiche, dass ich dann letztendlich vielleicht bei Leuten mit wenig Flugerfahrung oder kurz, die beim Scheinest sind oder sowas, sich dann halt vielleicht einprägt oder so. So wird das immer gemacht, weil es halt nicht wissen, es ist nur eine von mehreren Optionen, die ich habe. Oder was ich, mit aller Gewalt wieder im Flugplatz zu landen. Gut, bei uns gibt es keinen Grund, nicht im Flugplatz zu landen, aber auch das gibt es ja viele Unfälle, wo man halt einfach auf dem Acker neben dem Flugplatz vielleicht besser und sicher gelandet wäre. Und immer letztendlich solche Mantras, dass ich irgendwie am Anfang der Bahn aufsetzen muss oder ähnliches. Ich probiere das bei Anflügen aus ungewohnter Position zu üben, aber ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwer, weil es ein bisschen verpönt ist oder das Flugzeug dann an der falschen Stelle steht und dann müssen die nächsten Flugschülerinnen dann warten und so. Das ist alles immer schwer. Aber auf jeden Fall, das war hier ein entsprechender der Unfall. Die arbeiten das sogar sehr ausführlich auf, was sie danach im Verein da drin alles gemacht haben. Und da können wir kurz einmal reinklicken in den Bericht. Also der ist hier links, sieht man, relativ lang und gehen eben dann gerade auf diese Organisation im Verein dann quasi auf und auch natürlich im SBO und ähnliches da drin. Also der lohnt sich wirklich mal durchzulesen, der Bericht. Genau, die Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Arnold, ja, also das ist das, was ich jetzt einen vielleicht noch sagen wollte, weil du sagst jetzt mit diesem Ding, für uns damals, also wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe, war es eigentlich noch standardmäßig, dass du vor deinem ersten Alleinflug alle drei Situationen, also geradeaus landen, Umkehrkurve und verkürzte Platzrunde, geübt hast. Und jetzt mal ganz ehrlich, auch beim geradeaus Landen und wenn der Flieger unten an der Winde steht, dann dauert es halt seine Zeit. Ist doch schnurzegal. Ja, Thomas, dann müssen die anderen warten. Fertig. ist immer noch so. Also, ich lasse da keinen raus, wenn er in seinem Ausbildungsding nicht drin stehen hat. Alle drei Stück hat er, ja, mit der Umkehrkurve, mit verkürzter Platzrunde und meinetwegen Geradeauslandung. Und das meinetwegen vielleicht auch nicht nur einmal. Ich meine, wenn du siehst, dass die Jungs das können, ne, und das dementsprechend umsetzen, dann ist okay. Das siehst du auch. Ja, klar, Aber logisch. das gehört einfach dazu. Aber wie gesagt, gerade bei der Anfrage war das so von wegen so diese Bequemlichkeit, ne, da müssen die anderen wieder warten. Scheißegal, Egal. ist doch wurscht. Wenn der Flieger Egal. unten steht, dann steht er unten. Dann dauert es halt Richtig. mal 20 Minuten. Wurscht. Richtig. Ja, ist so, nur sage ich mal, die Praxis, manchmal muss man so ehrlich sein, sieht es auch ein bisschen anders aus, wenn ich mit Minibesetzung Flugbetrieb überhaupt aufrechterhalte und sowas. Es könnte auch da bei uns manchmal etwas besser laufen. Aber genau, deswegen nur ist ja auch da, dass man da nochmal sensibilisiert für wird, für diese Themen und sowas nicht vergisst. Hier ist eine Sache, die ein 60-jähriger Flugschüler. Erleben wir auch manchmal, dass sich ältere Flugschüler ein bisschen schwerer tun, die ganzen Sachen reinzubekommen. Und der ist halt dann einfach weitergeflogen, als das Flugzeug nicht mehr am Seil dran hing. Und das, ja, hier stand dann eine Überforderung des Flugschülers im Alleinflug. Das ist halt auch immer ein Riesendilemma. Das nächste ist natürlich die Seilrissübungen nach dem Alleinflug. Also auch da steht in jedem Ausbildungsabschnitt eine Seilrissübung drinne. Also die würde ich sagen, machen wir tatsächlich bei uns. Dort sind sie nicht passiert. Und das andere Thema, du hast natürlich vorhin richtig, Ralf, gesagt, die Konsequenzen mit der Überlastung und dass natürlich enorme Lasten im Flugzeug passieren können, die man gar nicht spürt. Und deswegen gibt es Sollbruchstellen. Aber auch das war wieder ein Todesfall auf dieser inzwischen sehr langen Liste von Todesfällen, die nicht gewesen wären, wenn da keine Sollbruchstelle drin gewesen war. Wenn ich schaue, Großbritannien, Baleka, Berufspilot, wunderbarer Pilot, alles ist auch gestorben. Klar, er hat es übertrieben, war zu steil drangehangen oder ähnliches, aber halt auch da ist die Sollbruchstelle gerissen
Und ich meine, was ist im anderen Fall, reißt vielleicht die Kupplung aus dem Flieger raus oder sowas. Also man schützt damit Material, gefährdet aber doch schon irgendwie den Piloten. Und gerade wenn ich natürlich jetzt hier eine seilkraftgesteuerte Winde habe, wo sowas nicht mehr passieren sollte. Also das ist schon eine Sache, wo ich weiß ganze theoretische Hintergründe, aber sage ich mal, ist diesem Schutz für die Flugzeuge, das hat schon viele Menschenleben gekostet. Weil natürlich, der war nicht ausgebildet, richtig, der Flugschüler und alles. Aber wenn halt einfach die Sollbruchstelle gehalten hätte, dann hätte er einfach wahrscheinlich seinen Flug ganz normal machen können. Also das ist immer so ein Dilemma. Und wenn man jetzt sieht, wir haben eine seilkraftgesteuerte Winde, die könnte also zumindest mal, wenn die Steuerung richtig funktioniert, ich muss erstmal unterstellen, dass sie richtig funktioniert, weil der ist ja quasi mit Drehzahl und Strom und dem Elektromotor, also er kann eigentlich über diese Steuerung nicht zu viel Kraft draufgeben. Und trotzdem reißen uns regelmäßig die Sollbruchstellen, die haben halt einfach, sage ich mal, irgendwann, wenn sie alt sind oder so, die sieht ja hier auch schon ein bisschen runtergekommen aus, obwohl die in so einem Schutz drin ist, ist der ganze Lack und alles ab. Also die gehen dann natürlich irgendwann doch schon ihren Geist auf. Also das ist schon immer ein Dilemma. Aber auf jeden Fall hier war die Hauptursache, ein gerissenes Seil ist eine Standardprozedur, die muss geübt werden, genauso wie der Bericht zuvor. Einfach, das darf jemand nicht umbringen, das muss gut geübt werden. Und dann halt bei Leuten, die vielleicht noch etwas weniger Sicherheit haben oder ein bisschen manchmal hinten dran sind hinterm Flugzeug, da muss halt einfach mehr geübt werden, dass man die Sicherheit hat und da richtig reagiert. Und ich glaube, ich weiß nicht, Ralf, wie du es beobachtest, aber manchmal hast du schon letztendlich, du willst auch nicht, dass die Leute voll digital nach vorne gehen und alles haut nach oben, aber lieber so rum als andersrum, wo sie halt einfach weiterfliegen und weiterfliegen und dann kannst du dich fragen, also weiß ich, in einer halben Sekunde wird das Flugzeug stallen oder sowas und dann passiert halt leider sowas wie hier und muss wohl auch wieder eine dumme Höhe gewesen sein, wo es dann in Rückenlage aufschlägt. Oder Ralf, willst du nur kurz ein, zwei Worte dazu sagen? Ja, es ist im Endeffekt wie immer, hier kommt vieles zusammen. 60 Jahre Ausbildung nicht gemacht. Die LS7 ist in dem Fall auch eher kritisch. Und dann kommt es immer wieder zu solchen Unfällen. Das ist, ich glaube, wir werden es, wenn ich vielleicht in 100 Jahren dann nochmal hier kurz vorbeigucken könnte, glaube, dann sitzen die nächsten Fluglehrer da und werden das Gleiche hier wieder erzählen. Es sei denn, so wie du gesagt hast, die Steuerung ist irgendwann so weit, dass sie definitiv diese Seilkräfte so steuern kann, dass es dazu nicht mehr kommt. Und kurze Anmerkung noch zu dieser Sollbruchstelle. Ich kann das auch nur aus Erfahrung sagen. Im anderen Verein sind wir hergegangen und haben die Dinger einmal im Jahr nach der Saison ausgetauscht. In vielen Vereinen ist es so, dass die Dinger drin bleiben. Das heißt, die kriegen irgendwann eine Reckung, eine Kaltverfestigung. Durch diese ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Reckung. Und dann sind sie irgendwann durch. Und das haben wir festgestellt. Wir haben dann auch das ein oder andere Vorseil verloren, weil wir es nicht mehr gefunden haben im hohen Gras. Wir haben das dann im Prinzip zumindest einmal im Jahr ausgetauscht, sodass da im Prinzip immer frische drin sind, um dem vorzubeugen. Ist ein Pfennigsartikel. Ja, gut, den anderen haben wir uns gerade bei den Außenlandevideos angeschaut. Das war der sechste Segelflugbericht, den es seit unserem letzten Flugsicherheitsabend gab. Und damit waren tatsächlich die zwei Sachen, die wir heute auch beschäftigt haben, nämlich einmal Außenlandung und einmal Startunterbrechungen und einmal vorher der Check. Das waren so die Themen, die von der BFU behandelt wurden, wo die wohl nochmal uns den Hinweis damit geben mit den Berichten. Leute, da müsst ihr den Verein draufschauen, da muss eure Sicherheitskultur besser werden. Gut, jetzt sind wir genau durch in 20 Minuten. Ich stelle mir diesen Timer auf die nächsten. Jetzt ist der zweite Teil Motorflugberichte.